Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von NBA 2K18 und ich habe meine Hausaufgabe gemacht, ja. Ich habe 2K auf der Switch angefangen, habe mir da mal so ein Small Forward erstellt und ich bin mit dem Small Forward irgendwie besser klargekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen, als mit dem Point Guard. Vielleicht, weil ich die Matches schon kannte und Übung habe, keine Ahnung. Und es ist das gleiche Spiel. Also da steht ihr rum, ja, hier kann ich jetzt auch rumlaufen. Es ist wirklich gleich. Ich habe nur auf dem Bildschirm gespielt. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, auf eurem riesen Fernseher wird es hundertprozentig schlechter aussehen als auf der PlayStation 4. Ist aber leistungstechnisch, glaube ich, auch logisch. Die Steuerung, die geht ganz gut von der Hand, auch wenn die Sticks ein bisschen kleiner sind. Ja, und dann, es ist das identische Spiel. Das Einzige, was mich ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, ist, ich würde gerne mit dem Charakter, den ich hier erstellt habe auf der PS4 mit dem Husarenflip, es wäre unfassbar geil, und ich habe die gleiche E-Mail eingegeben, wenn ich hier auf der Switch einfach weiterspielen könnte. Klar, die braucht eine Internetverbindung, aber wenn ich hiermit auf der Couch dann weiter daddeln kann oder so, vielleicht geht das auch, ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Ich habe es nicht gefunden und konnte es auch nicht ändern oder so. Beim Spiel ruckelt's nicht. Auch generell frametechnisch okay. Das Einzige, wo es geruckelt hat, war am Anfang, falls ihr euch erinnern könnt, bei diesem Testspiel, wo ganz viele Spieler da zusammenstanden und wo die ausgesucht haben, wenn ins letzte Spiel kommt. Da gab es auf jeden Fall Frame-Drops. Aber ansonsten ist mir das nicht aufgefallen. Ansonsten finde ich das eine ziemlich coole Sache. Ja, wie gesagt, von den Funktionen gleich. Also mein Team, meine Karriere und so weiter und so fort. Das ist alles identisch, soweit ich das gesehen habe. Das Einzige, was ich nur nicht ganz gecheckt habe, ist... Ich hoffe, das kann man sehen. Das ist... Ach, schade. Das steht hier jetzt gar nicht. Hier ist das metrische System drin. Also mein Spieler ist 2 Meter 2 oder so groß. Wo steht das denn? Weiß nicht, wo das steht. Auf jeden Fall ist hier drin das metrische System. Und als ich den Spieler erstellt habe, habe ich gesagt, okay, der ist so und so viel Meter groß. Und ich kriege es hier einfach nicht hin. Das Spiel ist auf Deutsch, wie man hier sieht. Aber trotzdem bin ich immer noch 6 Fuß 1 oder genau 6 Fuß. Ich weiß es nicht. Und ich habe die Optionen durchgeguckt, nicht nur hier, sondern auch im Hauptmenü. Und ich habe es dann nicht gefunden, auf das metrische System umzustellen. Aber so wichtig ist das jetzt auch nicht. Danke für die Tipps, auch bezüglich der Steuerung. Ich weiß, ich werfe mit Viereck und ich weiß, es gibt Moves, die man nur mit dem Stick ausführen kann. Beispielsweise dieser Mega-Assi-Wurf, wenn man den Stick vom Korb wegdrückt und irgendwie schon nahe zum Korb ist und auf den Korb zuläuft, dann macht er diesen aus dem Lauf so diesen Wurf. Oder wie hieß denn der denn noch? Das kann man ja nachgucken. Ich finde den mega assig und super schwer zu verteidigen. Jetzt bin ich nicht der beste Verteidiger, aber Steuerung kann ich gerade nicht nachgucken. Ich weiß gerade nicht, wie der Wurf heißt. So viel dazu. Also, ich fand die Switch-Version cool. Und das irgendwie auf der Couch zu zocken, okay. Normalerweise zockt man immer auf der Couch Konsole, ich weiß, aber ich habe im Bett gespielt auch. So. So, Trainings haben wir durchgemacht. Ja, danke. Ich werde das vielleicht nur alle Jubelspiele machen, denn das bringt ja nicht so wirklich krass viel was. Das Plakettentraining werde ich immer machen. Vielleicht nicht immer zeigen, aber dann die Plakettenfortschritte mal zeigen. Jo. Und ich würde sagen, jetzt steht unser erstes NBA-Spiel an. Training haben wir durch. Viel mehr können wir nicht tun. Könnte meinen Spieler verbessern, glaube ich. Ja, ich habe noch 36.000. Genau, die 35.000 Virtual Currency von dem Freirubbeln habe ich noch. Belohnungen gibt es erst ab 65. Was gibt es denn da überhaupt? Schalte die abgehärtete Plakette frei. Du kannst trotz Ermüdung oder einer Verletzung ohne nennenswerte Einschränkung weiterspielen. Das ist nice. Deinen Spieler. Ja, genau. Also, diese Sachen kriege ich, wenn ich eine Gesamtstärke erreiche. Das wird hier weniger, weil es da einfach viel mehr kostet. Beziehungsweise viel länger dauert. So. Wir spielen gegen die Toronto Raptors. Habe ich noch irgendwas vergessen? Hoffe nicht. Naja, die Ladezeiten halten sich auf der Switch auch im Rahmen, so wie hier. Oh, 2K TV. Ja, ich hoffe, ihr kennt das.
Während der Ladezeiten kommt 2K TV. Finde ich eine richtig geile Sache, als sie das damals angefangen haben. Which mode are you playing first? My career. Zack. And the biggest news in this year's game is the neighborhood in my career. Ja, da muss ich aber schon sagen, ist es mir teilweise schon, naja, die ganze Zeit rumlaufen. Also ich bin fertig mit Laden. Soll ich das laufen lassen oder loslegen? Lass es jetzt mal laufen. Oder? What's up, guys? We are here in New York City at the NBA 2K18 unveiling event and we are about to run the neighborhood. Let's go. Play in the NBA. Ja, upgrade my player. Das war eigentlich das gleiche. 2K has taken over this Manhattan neighborhood and we've invited a select group. Hey, das war der Bruder vom Booty. What they don't know is that every stop gives a hint at what they can expect in 2K18. Alright guys, we are at our first stop of the Run the Neighborhood event and I'm joined with Tobias Harris in the barbershop. Yes, we are, yep. Oh, jetzt kommen wieder Quizfragen, die ich nicht weiß. Skinny the sideburns, bring the mustache in, blow out the back. It's a lot of detail. It is, it is. So when you open, how many points per game last season? Boah, keine Ahnung. 13,7. Falsch. Okay. And you were playing 2K18. Was waren jetzt richtig? 16,1. You may have been the first NBA player to ever play 2K18. How do you feel about that? I think I was. I felt like I was breaking a couple of rules, but hey, look, I may have been the first one to play. New York. Hey, da waren wir auch. Also in dem Footlocker. Im nächsten Laden geht es weiter. Also. JBL next on the tour. It's clear music is a big deal in 2K18. Run the neighborhood, yeah. We are at the JBL store with Damian Lillard. We chatted earlier about your involvement in 2K18. And I know that you also got two songs added to the soundtrack. One of them is a song off my first album, The Letter O. It's called Wasatch Front. The song I wrote specifically for the game, The Shot Clock. So I'm excited about people hearing that song too. Er macht Musik? Okay. What teams did you play with before you were in the game? Well, every time I play, we always play random. So okay. We would always do random and then whatever team you landed on, that's who you had to play with. So it would make it fair. Nice. Did you create a player for Micro? Yeah. Is it a similar 15 as you are in real life? I tried to make him a little stronger and a little more athletic if I could. What are you hoping is in 2K18 this year? Oh man, I'm hoping that my rating is a little higher. Okay. The my player to be even better than it was last year. What is your player like? I'm a point guard, so you know, I try to do something different, do some crazy dunks, you know, stuff that I can't really do in real life. Das sieht aus, als hätte der Bock. Thank you, I appreciate it. Damian Lillard sah eher so, ich weiß nicht, was ich hier soll, aus. So, aber das geht nachher weiter. The 2K Sports Pregame Show. Die lassen wir auch nur einmal laufen. Welcome to Game 1 of the NBA season! Along with Shaquille O'Neal and Smith. And it's been a long summer. I'm your host, right. Ernie Johnson. We have been waiting for this day for a long time. Moments away, it'll be the Chicago Bulls going up against the Raptors in Toronto. For Toronto, it would be so important for them to get some positive energy. Ich glaube, die Bulls sind so overall rating 25. And getting a win here in their opening game would go a long way toward doing that. No doubt they're going to come out firing today. And fellas, a new season about to begin. Clean slate. Plenty of hopes and dreams out there. Kenny, how do you spot a new legitimate contender? I usually look for the team with good balance. Where one guy isn't doing all. Okay, ich habe gerade einen mittelschweren Herzanfall bekommen. Es hat plötzlich aufgehört aufzunehmen. Zum Glück ist mir das direkt nach dem ersten Viertel aufgefallen. Und ich habe sofort alles ausgemacht. Und man fängt wieder von vorne an. Habe eh nur eine Minute gespielt. Ein Assist hatte ich und einmal
Defensiver Kollaps hat sich also fast aufgehoben. So. Genau, also man kann hier entweder im Kleiderschrank neue Socken anziehen oder Schuhe, die dann die, also die Schuhe weiß ich, dass die unterschiedliche Sachen bringen. Ein bisschen die Werte verändern. Ja, pff, mehr brauche ich nicht. Ab. Los geht's. Nicht zu spät kommen. Ja, wir spielen in Toronto, das heißt leider nicht der, das Bulls Opening. Aber das von den Raptors ist auch ganz nice. Die Kamera mal links hingemacht, damit ich da hoffentlich nicht alles verdecke. Ach so, ja genau, jetzt kann man hier beim Shootaround ein bisschen mitmachen. 43 Sekunden sind es noch. Kann ich hier mal einen Ball haben? Danke. Ah genau, der Floater. Ja, das war das nicht. Okay, jetzt macht er einen Dunk. Weißt du, wofür dieses Shootout sein soll? Aber das sind 10 Sekunden vorbei, aber ich könnte es auch jetzt werden. Das kam eben nicht. Das kam. Oder ich habe es aus Versehen weggedrückt. Und ich habe Kommentator eher leiser gemacht. Gucken, ob der euch immer noch zu laut ist oder zu leise, müsst ihr selber ein bisschen entscheiden. Aber ich weiß, dass aus anderen Sportspielen das immer ein bisschen nervig ist, wenn der Kommentator die ganze Zeit mitlabert und sehr laut ist. Ja, komm, mach mal. Ja, ist mega. Coach Casey definitely gets the best out of his guys. You can tell they love playing for him. And Steve, so much excitement on opening night. Den einmal schon wir jetzt mal übersprungen. So, Spiel geht los. Ich stehe natürlich nicht auf Platz. Ich bin ja nicht bei den Startern. Jawohl, und Toronto hat den Ball. Ihr Lappen! Ich kann jetzt hier zugucken, kann auch so ein bisschen die Sicht bewegen. Kann zum Beispiel gucken, so, was die Fans da eigentlich. Der eine hier, guck mal unten links, der. Was macht der denn da? Der guckt gar nicht hin, hat er gerade an seinem Finger gerochen? Oder der hat an seinem Finger gerochen. Naja. So, verteidigt und vorne leider nicht gemacht. Das Ganze können wir jetzt überspringen bis zu dem Zeitpunkt, wo DJ dann aufs Feld kommt. Das ist meistens so eine Minute, irgendwie so Ende des Viertels, je nachdem auch wie es steht. Ja. Machen die denn da? Rein! So, Spieler scouten. Wir können uns jetzt angucken. Kyle Lowry verteidigen wir. Attribute hat er ein bisschen besser. Der ist im Dreier ganz gut. Sogar sehr gut. Ist gesamt eine 88. Hat Ausdauer, Dreier und Ballhandling. Mindestens 20 Wurfversuche erforderlich. Ja, die Wurfübersicht haben wir noch nicht. Da steht aber nicht mehr bei, was der halt nicht wirklich gut kann. Da ist nicht so viel, was der nicht wirklich gut kann, aber zum Beispiel gut zu wissen, dass er ganz gut in 3 ist. So. Also, wir verteidigen hier Kyle Lowry, was dieses, oh, 2 Minuten sogar. Wir sind deutlich früher als letztes Mal auf dem Spielfeld. Jawohl. Wenn er reingegangen wäre, wäre es schon wieder defensiver Kollaps gewesen. Spiel mal noch den Ball zu, dann hätte ich nach außen gespielt, dann hätte er viel früher werfen können und den Dreier gemacht. Ich hätte den Instanz gekriegt. Ich. Höchster Heimzuschauerschnitt in der NBA. Ich mag die Kamera, die wir gerade hier sehen, sehr gerne. Ich finde, da hat man eigentlich die größte Übersicht. Ja.
Machen wir einen Pick and Roll. Schade. Ja, also man kann diverse Pässe machen. Ich kann das vielleicht gleich mal zeigen. Ich kann beispielsweise jetzt erstmal verteidigen. Erstmal ein bisschen aufs Verteidigen konzentrieren. Wir wollen keine negativen Werte kriegen. 3 und der ist drin. Ja, also man hat diverse Möglichkeiten, Pässe zu werfen. Also nicht nur, dass man irgendwie auf Kreis jetzt hier mal so einen Bogenpass macht. Nehmen wir den Ball wieder. Ich könnte jetzt 3 gedrückt halten, dann würde einer von den Spielern anfangen, in die Mitte zu rennen. Und wenn ich loslasse, dann passt er dem automatisch wieder den Ball zu. Ich kann auch so über Kopf werfen. Cool. Also es gibt diverse Sachen, den Ball zu passen. Ach komm, da habe ich zu weit weggestanden. Hui. Okay, ich dachte, der macht den safe. Okay, jetzt du machst das auch nicht. Oh, nice. Leider. Ja, aber so durch die Mitte zu passen, traue ich mich ehrlich gesagt noch nicht. Wenn der abgefangen wird, haben wir einen Turnover und, okay, blockt jetzt im Vollflut, oder? Okay, vielleicht auch nicht. Ja, komm, mach mal Freiwürfe. Wir werden ja wohl beide reingehen. Danke. Und wir werden ausgewechselt. Ja, das waren die ersten Sekunden bzw. Minuten in der NBA und ich habe nichts gemacht. Ich finde das immer schwierig, wenn man nur so wenig Zeit hat. So, 10 zu 11, 24, 32. Geil. Schon 8 Punkte hinten. Ja, wie gesagt, die Bulls sind irgendwie overall 5 oder 26. Läuft gerade nicht so. Aber das kann ja noch werden. Ne? Man soll ja nie auf. Da, siehst du? Siehst du? Ich hasse es! So, jetzt kann man auch Spiel zugelaufen lassen. Ich darf aber nicht zu lange den Ball halten, das mögen die nicht. Gibt es direkt wieder Minuspunkte. Nicht zu egoistisch. Nein! Gib mir noch den Ball! Ach man, der wäre außen. Lol. Geschaltet. Ja, also ihr seht, Turnover. Dankeschön. Erstens gab es nicht auch noch den Korb. Turnover macht einem sehr viel kaputt. Oh, ich bin ja nicht ausgewechselt worden. Okay, immerhin. So, wie viel waren das? Waren das 8 Sekunden? Haben wir jetzt Zeit irgendwie über die Mittellinie? Und dann, wenn wir jetzt einmal rüber sind, dürfen wir nicht mehr zurück und so weiter und so fort. Da siehst du, Ball zu lange gehalten gibt so viel. Willst du mich verarschen? Lol, ich hab geworfen! Wie Turnover. Punkte durch Turnover. Alter! Da kommen wir jetzt eh alles im Arsch, jetzt können wir das versuchen. Siehst du? Das war das mit Dreieck. Und er macht ihn einfach nicht. Gib mir einfach keinen Assist. Ja, dafür ist jetzt. Nee, das machen wir. Chicago has gotten out from three-point land in the second quarter.
quarter going 4 of 5 from downtown. And again, Chicago, no good. Das Glück habe ich dann leider auch nicht. Die Passvorlagen ignoriert. Ich habe gar nicht so Pass. Jawohl, na endlich mal was. Ja. Oh. 10 minus. Da war der Block. Oh lol. Und der hat den Ball direkt wieder in der Hand gehabt. Okay. Ja, die Kamera nicht unten rechts zu machen, sehe ich, war jetzt doch nicht so schlecht. Ja, lassen wir mal hier hin. Mock mal hier stehen. Jetzt sind wir mal rausspielen dürfen. Nice. Ja, sind 9 Punkte geworden. Halbzeit! Ich glaube, ich habe auf 6 Minuten. Eigentlich sind 6 Minuten eingestellt pro Viertel. Also ursprünglich sind es ja 12. Aber ich habe 6 eingestellt. Thank you, Kevin. Kyle, a good first half for you all. How do you continue that for the rest of the game? We gotta come out with our energy. We gotta come out and play our game and keep going out there and pushing. Our defense and everybody's rotating, so we're playing together right now. Thank you, David. Ja, spielt immer jetzt zusammen. Vorher nicht gemacht. Meine Karriere-Halbzeit-Statistiken. Plus, minus, minus 1. Was heißt das denn, minus 1? Hört auf zu improvisieren. Lösung. Die können so ein Pick and Roll nicht stoppen. Ja, also, mehr Pick and Roll. Bank. Drittes Viertel. Ja, ich komm nur rein, wenn das Pferd richtig am Brennen ist. Stehst du aber gut, mein Freund. Ey, der wird direkt doppelt. Das ist so zum Schatzen. Mal her. Komm schon. Ich geh außen durch. Okay, außen wäre besser gewesen. Nice. Hätte außen eher den Block stellen sollen. Ja, echt mal over the back. Nee, du sprichst. Und ich werde wieder ausgewechselt. Juhu! Oh, noch 9 Sekunden im ganzen Spiel. Geil. Normalerweise spielen die dann die Uhr runter. Gehen wir den Ball. Ja. Ach, das war kein gutes Foul. Ich denke, ich soll die Uhr anhalten. Ich dachte, das macht man so jetzt. Müsst ihr Freiwürfe machen und wir haben dann noch einen Wurf. Ja, das erste Spiel ist voll in die Hose gegangen. Die Bulls nehmen sogar nochmal ein Timeout. Lass mich auf dem Feld. Okay, das Timeout kann ich nicht überspringen. Der ist jetzt schon Player of the Game. Hey, 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 es sind nur 1,6 Sekunden, mein Freund. Ja, das war nix. Also die Turnover haben alles kaputt gemacht. Deswegen, ja, vorsichtiger spielen. Jetzt gibt es hier die Erfahrungspunkte, okay. Das war nicht viel.
Das waren unsere Virtual Currency für das Spiel. Mitspielernote C. Ja, das wird besser. Ach, die Teamchemie ist gedroppt. Aber wir können noch trainieren. Erste Spiel der Saison, alles noch drin. Oh, kriegen wir jetzt wieder hier so einen Typen, der mit uns labert? Good effort out there, fellas. Hey, real good effort. Give me some, man. It's one game. Pick your head up. You get him next time. That was brutal, Sham. I don't know if I could get used to losing games like this. Man, who you telling? It don't get no easier, worth believing. Mr. Sham, wow. What's up, boo-boo? How we feeling? You know, boo-boo. Tough loss, but it ain't my first rodeo. Oh, man, it's just one game, as you know. Mm-hmm. There'll be many more. You'll get them next time. I always do, man. You always do. All right. You're right, man. We always get them next time. Where's he going? Hey, man, don't worry about it. Like he said, let's just move on to the next one. Hey, that's just boo-boo, man. It takes some time. I just wanted to... You can't just run up on him trying to get daps. He don't know you yet. But you did it, so I thought I could do it. Man, I'm a vet. You a rookie. Yeah, but we're not the same. Remember that. Ja. Das Handy. Nachrichten. Brian. Super Neuigkeiten. Haben Sponsoring-Chance für dich an Land gezogen. Was denn? Ja, komm. Das fand ich immer. Also, das fand ich im letzten Teil schon bescheuert. Warum muss man echt quasi darauf warten, dass er tippt? Also das können wir auch instant reinmachen. Also, komm einfach in mein Büro, dann sage ich es dir. Du weißt, wo es ist. Oder so ziemlich zwischen deiner Wohnung im MBA-Store. Bin unterwegs. Ende der Konversation. So. Habe ich neue Ziele? Besuche VC Sports Management. Machen wir. Ja. Also, erstes Spiel hat... Raum nach oben, sage ich jetzt mal. Aber das ist eigentlich kein Problem. Es wird noch. Mehr Minuten geben einem mehr Möglichkeiten, das alles wieder auszubessern. What am I getting roasted on social media or something? Actually, yeah, you are. You got a special request. What? Me? Why? Because the story of a young rookie making his way makes a great narrative. Well, what's the rush? I like to walk fast. Are we in the press conference room? No, just you solo, right here. So who would want to speak to me, huh? Shaq and Kenny, NBA TV? Moochie the Mad Cow. Moochie the who? Jawohl. It's Radio 56, WPON. You're gonna be doing a remote interview. Put these on. Okay. Okay. Hey, Moochie. Hey, DJ. Thanks for taking the time. Yeah, I mean, no problem. I'm just a little surprised you want to talk to me, considering I barely played and had, like, no impact on the game whatsoever. You're a rookie. Rookies are always interesting. Okay, here we go. Sports Radio 56 with... And we're back! Sports Radio 56, the pawn! And I'm here with new rookie, DJ. Deej, you struggled a bit out there tonight. Ja, ich bin zuversichtlich. That's not a question, man. Okay. Well, how did it feel to struggle out there in your first game? Not good. Oh, okay. How's practice been? Practice is good, man. The teammates are good, and guess what? I'm good. Okay, I'm better than how I played out there tonight. So I had a couple of bad rotations. It's not the end of the world. If I had more minutes to play, I'd be in a better rhythm. All right, so it's only a matter of time before the world can really see what I can do. Das ist kein gutes Interview, again, mein Freund. I like the fire. How's the team treating you? Man, the team is treating me fine. What do you want to know? You want to know if they're hazing me or something? Okay? They're treating me good because they know how I play in practice, and I've been killing those dudes. I've been smoking them. Like who? Man, I'm not going to tell you because we keep it in-house, and I'm not trying to embarrass anybody, but they know who they are. And all I'm saying is, it's only a matter of time before Was labert ihr da von Bullshit? Nobody's going to be able to stop me. Believe that. Wow. Well, that's all the time we've got for today. I'd like to thank DJ for taking a few minutes to talk to us after his. Ich wollte nur zuversichtlich sein, nicht arrogant. Anytime, bro. We good? We good. Cool. We're gonna have to keep an eye on that one. Ja, das war die Folge für heute.
Wir sehen uns übermorgen wieder. Ich muss ein bisschen im Voraus aufnehmen, da es nächste Woche in den Urlaub ausgeht. Aufgeht, meine Fresse. Aber schreibt weiter Kommentare. Ich mag das. Auch wenn die sagen, hey, hier, du machst da Quatsch. Ansonsten ändere ich das nämlich nicht. Also haut rein. Schönen Abend noch. Tschüss.